Ich glaube, wir haben alle irgendwie eine Chance, da relativ weit auch zu kommen, weil wir alle gut davor sind und das auch richtig gut auf die Reihe kriegen. Also ich habe mich für das autogene Gasschweißen entschieden, da ich eine Ausbildung als Anlagenmechanikerin mache. Also beim autogenen Handschweißen kommt es speziell auch auf die Flamme drauf an. Da muss man viel ran rumtüffeln, dass man die richtige Flamme hinkriegt, dass es nicht zu heiß, nicht zu kalt ist. Und dann muss man auch eine ruhige Hand haben, damit man nicht den Brenner sonst so hinhält. Also da muss man nachher ein Gefühl für kriegen. Muss viel ausprobieren. Ich mache das Wickschweißen. Das ist sozusagen ein also feineres Schweißen für dünne Bleche. Und damit kann man auch verschiedene Legierungen zusammenschweißen. Wir brauchen das hier auf der Werft für die Innenausrüstung von den Schiffen, wo wir dann auch eben kleinere Teile zusammenschweißen müssen. Oder auch für die Instandsetzung vom Werftgelände, um Abwicklungen von Blechen zusammenzuschweißen. Also bei der Stumpfnaht muss man halt darauf achten, dass man den perfekten, also eine Spaltbreite hat, sodass der Draht vernünftig ja, durchläuft von oben nach unten. Denn bei der normalen Kehlnaht, finde ich, muss man ja die Hand-Augen-Koordination beachten, nur dass das alles funktioniert mit dem Draht zugeben. Und das gleiche dann auch bei der steigenden Kehlnaht, dass man halt nicht von der Seite den Draht zuführt, sondern von oben, dass das schön verläuft. Also ich würde sagen, die Hand-Augen-Koordination spielt eine wichtige Rolle, weil man halt mit der einen Hand den Brenner hat und auch in der anderen Hand hat man den Draht, den man zufügen muss. Und man muss halt, damit das gleiche Schuppung gibt in der Naht, immer gleichmäßig den Draht zuführen und auch gleichmäßig mit der anderen Hand halt den Brenner nach vorne ziehen. Ja, also ich fühle mich schon gut vorbereitet. Wir werden, also wenn wir Fragen haben, werden die immer gleich beantwortet. Und wenn man Probleme beim Schweißen hat, guckt man immer, wo das Problem ist und wie man das lösen kann, damit das besser aussieht. Und ich denke schon, dass wir auf jeden Fall alle eine Chance haben. Kommt drauf an, wie man am Tag dann drauf ist und wie ruhig die Hand nachher im Endeffekt auch ist.